Diese Geschichte geht uns alle an. Es ist die Geschichte von uns selbst. Die Geschichte des Menschen. Vor 500 Jahren brach der Mensch mit grenzenlosem Selbstbewusstsein auf zu neuen Ufern. Aus Glauben wurde Wissen wollen, wurde unstillbare Neugierde. Erstmals erforschten wir die Erde, den Himmel, den Mikrokosmos und uns selbst. Was trieb uns damals eigentlich an? Wo lagen die Grenzen? Die Welt im 15. Jahrhundert. Indien und China sind die größten Mächte, reich an Menschen, Rohstoffen und Know-how. Und Europa? Der kleine Kontinent ist ein Anhängsel Asiens, zersplittert in zahlreiche Staaten. Doch ausgerechnet dieses Anhängsel wird bald die Herrschaft über den Erdball erringen. Wie konnte das gelingen? Der Aufstieg Europas beginnt in italienischen Stadtstaaten, die um Macht und Einfluss konkurrieren. Venedig ist seit dem Spätmittelalter eine der reichsten und größten Städte Europas. Mit ihrer Handelsflotte beherrscht die Königin der Adria das Mittelmeer, bis in die Levante und ins Schwarze Meer. Sie wird zur Drehscheibe des damaligen Welthandels. Das belegen auch die Funde, die Unterwasserarchäologen im Wrack eines venezianischen Handelsschiffs machten. Gesunken auf dem Weg nach Konstantinopel. Die Exportschlager Europas, das sind damals Glas aus dem venezianischen Murano. Oder Brillen und Messingwaren aus Nürnberg. Auf dem Rückweg bringen die Venezianer Luxusgüter aus dem Orient mit. Seide aus China oder exotische Gewürze wie Safran, Pfeffer und Zimt aus Indien. Oberitalien wird zur Drehscheibe des Handels. Doch nur noch selten wechselt Bargeld den Besitzer. Denn die Geschäfte werden vor allem hier abgewickelt, in den ersten Banken der Welt. Italienische Bankieri haben den bargeldlosen Zahlungsverkehr erfunden. Mit Wechselbriefen und dem Geldkonto. Ein Geldbetrag wird dem einen Händler abgebucht und dem anderen gutgeschrieben. Auf dem Papier zirkuliert das Geld im Kreis. Italienisch Giro. Geld, einst als Tauschmittel gedacht, wird erstmals selbst zur Ware, mit der sich handeln lässt. Es wird zum Kapital. Diese kommerzielle Revolution wird für Wohlstand sorgen. Und für neue Aufstiegschancen. Nicht mehr Adel entscheidet über Status und Einfluss, sondern Kapital. Dafür steht um 1500 die Stadt Florenz. Hier erobert eine Bankiersfamilie die politische Macht. Die Medici. Sie verprassen ihren Reichtum nicht, sie investieren ihn. Auch in Kultur. Lorenzo di Medici fördert Bildhauer und Maler wie Michelangelo und Botticelli. Mit Prachtbauten und öffentlicher Kunst will er seine Macht zur Schau stellen. Florenz wurde ab dem 15. Jahrhundert zu einem Hotspot. Diese einmalige Mischung aus Geld und Genie machte die Stadt zum Geburtsort einer neuen Epoche, der Renaissance. Das bedeutet Wiedergeburt. Was damit gemeint war? Naja, es ging um die Wiedergeburt der Kultur der Antike. Die Schriften der griechischen Gelehrten, die im Mittelalter in Vergessenheit geraten waren, wurden jetzt wiederentdeckt und lösten eine neue Art des Denkens aus. Einen neuen Blick auf die Welt. Der Mensch rückte sich selbst in den Mittelpunkt und er erkannte, dass er selbst dazu fähig ist, zu denken, zu hinterfragen und zu begreifen. Allerdings spürte die Mehrheit der europäischen Bevölkerung nichts von dieser Zeitenwende. Niemand außerhalb von Florenz oder Pisa hätte von sich behauptet, er lebe in der Renaissance. Diese Epoche dauerte über 200 Jahre und führte Europa vom Mittelalter in die Neuzeit. Und sie wurde geprägt von Künstlern und Denkern, die ihrer Zeit weit voraus waren und die uns heute erstaunlich modern vorkommen. Die Superstars der Renaissance schaffen große Meisterwerke. Wie Botticellis Geburt der Venus. Oder Michelangelos David. Erstmals seit der Antike wird der menschliche Körper wieder nackt dargestellt.
und anatomisch genau. Dafür studiert Leonardo da Vinci seine Motive bis ins innerste Detail. Er soll über 30 Leichen seziert haben, studiert Knochen, Muskeln, die inneren Organe. Seine akribischen Studien machen ihn zum Vorreiter der modernen Anatomie. Der Renaissance-Mensch will wissen und nicht mehr nur glauben. Oft im Rückgriff auf die Antike will er die grundlegenden Prinzipien der Welt entdecken. Wolkenbewegungen oder Vogelflug werden erforscht und auf technische Apparate übertragen. In der Renaissance vollzieht sich eine wissenschaftliche Revolution, die von Italien aus viele Teile Europas erfasst. In Deutschland besonders die Städte im Süden, etwa Nürnberg. Turmuhren geben jetzt den neuen Takt in den Städten vor. Dank einer Nürnberger Erfindung wird die Zeitmessung mobil. Die Taschenuhr. Das immer gleiche Ticken des Räderwerks wird zum neuen Taktgeber der Menschheit. Vor allem Kaufleute erkennen schnell den Wert der Zeit. Stunden und Minuten werden jetzt in bare Münze umgerechnet. Die Zeit wird zur Ware, mit der sich handeln lässt. Zeit ist Geld. Die Messung der Zeit ist ein uralter Menschheitstraum. Ägypter und Babylonier nutzen Sonnen- und Wasseruhren. In China zeigen Feueruhren und in Europa Sanduhren an, wie viel Zeit verronnen ist. Doch zuverlässig ist das alles nicht. Vergleichsweise genau geht erst die Räderuhr, die von Gewichten angetrieben wird. Unsere Methoden sind dann immer präziser geworden. Minuten, Sekunden, Nano- und sogar Attosekunden. Selbst Bruchteile von Sekunden sind heute in Sport oder Wissenschaft entscheidend. Wir Menschen besitzen ja kein Sinnesorgan, mit dem wir die Zeit messen können. Es gibt nur die gefühlte Zeit und die ist in den unterschiedlichen Kulturen der Welt sehr unterschiedlich. Bis heute. Während in unserer hektischen, modernen Welt Pünktlichkeit auf die Minute zählt, kennen die Hopi-Indianer keine Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es gibt Völker, für die gibt es nur drei verschiedene Uhrzeiten. Die Jetztzeit, die überhaupt keine Zeit und die Ewigkeit. Naja, wir Menschen nehmen Zeit immer relativ wahr, je nachdem, was wir gerade erleben. Albert Einstein hat mal gesagt, wenn man 2 Stunden mit einem netten Mädchen zusammen ist, dann denkt man, es waren 2 Minuten. Und wenn man 2 Minuten auf einer heißen Herdplatte sitzt, dann denkt man, es sind 2 Stunden. Das ist Relativität. Manche Wissenschaftler glauben ja, die Uhr hat die Menschheit mehr geprägt als die spätere Erfindung der Dampfmaschine. Die Uhr verkörpert mehr als jede andere Maschine den Glauben an die Teilbarkeit, Berechenbarkeit und letztlich damit an die Beherrschbarkeit der Welt.